Männer, alles klar. Das neue Jahr hat begonnen. 2. Januar 1940. Wir befinden uns in der Nordsee, kurz vor Erreichen des zugewiesenen Patrouillengebietes. Das wird jeden Moment der Fall sein. Wir haben den Kriegsberichterstatter an Bord. Der wurde mir einfach zugewiesen. Hatte ich keine Möglichkeiten, da irgendwas auszuwählen. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was da so passiert. Und um die Frage nach der Bootsaufrüstung sozusagen zu beantworten, hat sich inzwischen geklärt. Das hängt wohl immer mit diesen Aufrüstungspunkten zusammen, die man für Kampagnenziele als Belohnung erhält. Also in dem Fall, wir haben hier aktuell die Tonnagekrieg-Kampagne am Laufen und für die zweite Stufe, die wir ungefähr zur Hälfte geschafft haben, würden wir dann also hier einen so einen Aufrüstungspunkt bekommen. Und ja, das ist eben der Way to go sozusagen, wenn wir irgendwie mal an ein besseres Boot kommen wollen. So, also das werde ich natürlich in Betracht ziehen. Übrigens auch an Marsch habe ich überwiegend, also einfach immer abwechselnd mit E-Maschinen und Dieselmaschinen über die Bühne gebracht. So viel mit E-Maschine wie möglich. Daher haben wir jetzt noch 94% Kraftstoff und sind entsprechend gut aufgestellt. So, wir dringen mal in das Patrouillengebiet ein, funken das direkt durch und gehen zur ersten Horchrunde in den Keller. Hat sich schön ergeben übrigens hier mit dem Landurlaub. Ne? Die Besatzung durfte einmal nach Bayern fahren und konnte dort tatsächlich die Weihnachtsfeiertage verbringen. Und ist jetzt kurz vor Silvester, waren sie pünktlich alle wieder am Stützpunkt bereit zum Auslaufen. So, dann werden wir einmal hier tauchen. Tanks bewässern. Und wir hoffen mal, dass es was zu hören gibt. Umschalten auf rote Beleuchtung. Wo befindet sich eigentlich dieser Kriegsberichterstatter? Also in der Vergangenheit war das ja so, dass der einfach... Ah, hier drüben ist er, ne? In der Vergangenheit war das ja so, dass der einfach von selbst tätig wurde irgendwann und dann musste man dem irgendwie Sachen erklären und so ein Kram. Mal schauen, ob sie da irgendwas geändert haben. Wir haben auf jeden Fall einen zusätzlichen Mann an Bord. Ein Badegast, der sich hoffentlich auch irgendwie noch als nützlich erweist. So. Boot taucht. Ja, also es könnte tatsächlich zäh werden, diese U-Boots-Aufwertungspunkte da zu erreichen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Dürfte eine ganze Weile dauern. Mal mit diesem Boot Tonnage zu machen, das dauert einfach, ne? Also idealerweise treffen wir auf dieser Feindfahrt auf jeden Fall mal auf einen Konvoi. Das wäre schon ganz gut. Hier ist übrigens auch schon so ein Fortschrittsbalken zu erkennen. Gestatten Sie dem Marinekriegsberichter Material für seine Publikation zu sammeln. Und der füllt sich von alleine aktuell. Ich denke, irgendwann wird er mal irgendwelche Fragen stellen. Hoffen mal, dass der gute Mann sich nicht nur als Ballast entpuppt. So, wir werden hier einmal umdisponieren. Nehmen die hier mal raus und packen hier noch einen dazu. Erfahrungsgemäß, also bislang in diesem Gebiet, genau hier haben wir zumindest bislang noch keinen Erfolg gehabt. Ich überlege mir auch fast schon eher in diese Richtung, also in Richtung Ärmelkanal mal zu schippern. Weil da hatten wir schon relativ viele Konvoi-Meldungen oder zumindest, ich glaube, so die meisten. Da waren wir nur immer zu weit entfernt. Problem ist natürlich, dass wir hier oben auch bedenken müssen, dass wir hier die Patrouille abspulen müssen, die 1000 Kilometer. Aber wenn ich da einigermaßen konsequent bin und einfach möglichst viel mit E-Maschinen fahre, könnte das schon funktionieren, ne? Gut, also hier tut sich aktuell noch nichts. Anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln. Und ich glaube, ich werde es tatsächlich so machen. Wir schippern mal ein Stückchen in diese Richtung, dass wir schon mal ein paar Kilometer machen. Und dann biegen wir wirklich direkt mal Richtung Süden ab und werden uns da mal ein bisschen umhorchen. Ist einfach so Intuition, wenn man so will. In der Hoffnung, dass wir hier unten vielleicht irgendwas vor die Rohre bekommen. Das wäre jetzt mal
Mein vorläufiger Plan. Wir werden hier einen kurzen Cut setzen. Ich werde das mal so entsprechend umsetzen. Und wir schauen mal. Es kann natürlich auch sein, dass jederzeit nochmal ein Funkspruch reinkommt. Und dann werden wir entsprechend der Situation darauf reagieren. Okay, kurze Zeit später. Planänderung. Wir haben zwei FTs reinbekommen. Darunter ein wichtiges Funktelegramm, aktuell unterwegs mit E-Maschinen hier auf Marschfahrt vom BDU. Kommandant, wir haben beschlossen, die zugewiesenen Koordinaten für Ihr U-Boot zu ändern. Begeben Sie sich zu den Koordinaten AN12 bis AN43 und führen Sie die Patrouille von nun an innerhalb dieser Koordinaten durch. Okay, das ist interessant. Das hatten wir in der Form, glaube ich, noch nie. Also wird praktisch unser ganz, ja, okay, unser ganzes Planquadrat wird verlegt. Ja, dann hoffe ich mal, dass der BDU weiß, was er tut. Wir schauen uns aber natürlich trotzdem, wir haben hier eine Horchpeilung. Von U47, das war Prien, meine ich, ne? Hier, prominentes Boot. Dampfer Planquadrat AN463, Kurs 221 Grad, Geschwindigkeit langsam. AN463 liegt sowieso mehr oder weniger auf unserem Weg, wenn ich das richtig sehe. AN463, also wir haben ja hier eine Horchpeilung, ne? Allerdings mit schneller Fahrt angegeben. Aber da wir aufgetaucht sind, muss diese Peilung ja quasi von einem dieser Funktelegramme gekommen sein. 4-6 brauchen wir erstmal. 4-6-3. Ah ja, okay, dieses Planquadrat. Dann werden wir erstmal dorthin schippern. Das Ganze mit halber Fahrt. Aber da müssen wir jetzt fast auf Dieselmotoren umschalten. Sonst fahren uns die einfach hoffnungslos davon. Also, gehen wir in den Dieselmodus. Okay, die Horchpeilung ist jetzt auch nicht mehr sichtbar hier auf der Kartenübersicht. Okay, ja, wirklich interessant, weil also das ist jetzt, dass das Planquadrat geändert wird, kam jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Naja, gut. Wir begeben uns jetzt mal hier direkt in das Planquadrat und lassen dann direkt nochmal rundhorchen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas aufstöbern können. Dann nochmal ab in den Keller. Ich beschleunige das einfach hier ein bisschen. Ne? So, wir haben ja hier einen relativ guten Radius. 45 Meter. 45 Meter gehen durch. Oh, er hätte auch... Ich glaube, wir stoppen ganz kurz und gehen einmal kurz hier beim Öldorp rein. Der hat nämlich, wenn ich das richtig sehe, einen Fähigkeitspunkt können wir hier vergeben. Und da würde ich tatsächlich... Okay, den hat er schon, gutes Gehör. Funkgerät ist mir nicht so wahnsinnig wichtig zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das wird auch später, glaube ich... ein bisschen wichtiger. Vor allem hier der zweite Satz, die Verringerung der Chance, dass der Feind die Übertragung bemerkt und trianguliert. Schneller empfangen und senden ist mir nicht so wichtig. Erkennung von Schiffsschrauben, das ist auf jeden Fall gut. Der Offizier kann Geschwindigkeit und Schiffsklasse eines Ziels mit Hilfe des Hydrophons grob abschätzen. Zusätzlich wird im manuellen Modus eine Peilung für die Position des Ziels angezeigt. Das ist alles so die, ja. Das ist natürlich schon auch gut, Sanitäter, dann braucht man keine Erste-Hilfe-Koffer, aber das, ich würde das hier priorisieren. Ja. Okay, sehr gut. Aktuelle Tiefe 50 Meter. So, Boot steuert 50 Meter. Maschinen sind gestoppt. Leider noch nichts zu hören. 55 Meter. Ah, die gehen noch tiefer. Das knarzt schon ein bisschen hier in unserem Küstenboot. Okay, wir sind auf 50 Meter eingesteuert. Ja, ich hatte gehofft, dass wir hier schon irgendwas zu hören bekommen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Tanks anblasen.
Gut, ich werde bis auf Weiteres meinen Plan dann erstmal wieder verwerfen, hier in den Süden zu fahren. Wir bleiben halt jetzt mal in diesem Planquadrat. Und schippern mal grob in diese Richtung. Dort werde ich nochmal rundhorchen lassen. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Moment mal, ist da hinten... Ist das nicht... Da sieht man doch irgendwas. Ist das nicht eine Rauchfahne? Ist das nicht eine Rauchfahne? Kann mich täuschen. Wir schicken mal den Alten auf die Brücke. Ah, Luther hat irgendwas zu sagen. Moment. Oder? Das habe ich nämlich ganz am Anfang mal übersehen. Ich kann ihn aber nicht anklicken. Irgendwas hat er. Hat sich schlafen gelegt. Muss ich den First Person irgendwie ansprechen? Kann das sein? Kapitän? Das testen wir mal ganz kurz, ja. Einmal im Laufschritt. Das war er hier. Er hier oben. Ist aber nicht ansprechbar. Okay, das ist merkwürdig. Keller Luther, hier. Ist der irgendwem vielleicht zugeteilt? Kann das sein? Ja, das verstehe ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Hier ist auch nirgendwo irgendwann eine Meldung aufgeploppt oder sowas. Okay, ich denke, es wird sich hoffentlich noch klären im Laufe der Zeit. Wir schauen mal ganz kurz. Ich dachte wirklich, ich hätte dort hinten... soll das der Mond sein? Das ist der Mond. Okay, gut. Oder der Todesstern, ich weiß es nicht. Aber gut, okay. Gut, dann schippere ich erstmal hier rüber und vielleicht kann ich in der Zwischenzeit herausfinden, was es hier mit diesem Ausrufezeichen auf sich hat. Seiner Krankheit erholt. Das ist schön zu hören. Ich habe mir wirklich Sorgen um ihn gemacht. Ich kann es kaum erwarten, die Nachricht zu lesen. Ich danke Ihnen, Herr Kaloyan. So, ihr habt es gesehen. Also das war jetzt hier diese, ja, das gelbe Fragezeichen. Ich konnte ihn jetzt doch anklicken, warum auch immer. Gut, aber Situation hat sich geändert. Wir stehen hier und haben eine Horchpeilung. Ich bin aktuell getaucht bei einer Horchrunde, als wir in Richtung hier marschiert waren, weil wir hier nochmal eine Meldung von U47 hatten, hat sich hier ein Horchkontakt aufgetan, der circa so gewandert sein dürfte. Also, und wir sind jetzt schon relativ nah dran. Scheint... Hier steht es ja auch, mittlere Fahrt kommt näher, also der schippert wirklich in unsere Richtung. 20 bis 30 Kilometer entfernt. Da sind wir schon sehr nah dran. Das könnte funktionieren. Also auftauchen. Und dann schauen wir mal. Wie spät haben wir es? Früh am Morgen. Könnte also je nach Sichtverhältnissen sogar schon sichtbar sein. Gut, Männer. Also generell, wenn ich lange rumschippern muss und ich habe genügend Zeit hier, um so eine Folge aufzunehmen, ne, dann versuche ich jetzt einfach immer viel von dieser Jagd auch einfach wegzulassen. Da scheiden sich natürlich die Geister. Einige finden es spannend, aber am Ende ist es halt doch ein bisschen ermüdend, wenn dann drei Viertel der Folge einfach nur aus permanenten Marschieren, Horchen, Marschieren, Horchen, bis man da mal irgendwie drankommt, besteht. Ich versuche das irgendwie vernünftig zu balancieren. So. Also wir müssten ihm ja entgegenfahren. So sehen aktuell noch nichts. Ja, Männer, dann haltet mal die Augen offen. Wir packen den Alten auch natürlich noch auf die Brückenwache. Teilen den hier zu. Wir lassen auch einmal Lenzen. Lenzpumpe an. Und einmal bitte Echolot, Tiefenmessung. 80 Meter. Ja, damit können wir schon arbeiten. Gut. Sichtweite ist überschaubar. Jetzt müssen wir nur schauen, dass der uns nicht durchflutscht. Ein Stückchen annähern. So, stopp. Mal nochmal schauen. Da ist er. Hab ihn. Rauchfahne deutlich zu erkennen. Frachter. 10 Grad.
Alarm ausgelöst, daher gehe ich mal davon aus, dass wir es hier mit einem Feindfahrzeug zu tun haben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Sehr gut. Kommt uns direkt entgegen, fährt uns praktisch vor die Rohre. Daher gehen wir gleich auf Tauchstation. Wir funken noch den Sichtkontakt durch. Können das Geld gut gebrauchen. Und dann geht's auf Tauchstation. Wir begeben uns in Angriffsposition. Drehen auf seinen Kurs ein. Was ist das hier eigentlich? Spezialisierungspunkte erhalten. Ach, davon hatte ich schon gelesen. Ah, ja, okay. Werden wir uns auch noch mit auseinandersetzen. Aber nicht jetzt. Nicht während dem Angriff. Da geht es, glaube ich, drum. Also da geht es gar nicht um die Offiziere, sondern tatsächlich um die Mannschaft an sich. Die Peoples. Ah, sehr schön. Seerohrtiefe, Boot für Rundblick eingesteuert. Umschalten auf E-Maschinen. Hervorragend. So. Dass wir hier auch möglichst gute Chancen haben. Kurs dürfte ziemlich genau exakt der Linie folgen. Sehen wir zu, dass wir etwa auf einen Kilometer rangehen. Kleine Fahrt voraus. Schiffsschrauben. Kam da noch eine weitere Meldung? Ich glaube nicht, ne? Das war... Torpedorohr 1 gewartet. So, hier werden wir mal stoppen. Alle Maschinen stopp. Alle Maschinen stopp. Wir sind auf unter 1000 Meter. Langsam. So, wir haben ihn in voller Sichtweite. Können hier Kurs berechnen. Ermitteln Sie eine Schusslösung, Herr Kapitän. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ja, dann hoffen wir mal, dass das hier schnell genug geht. Wir schauen uns den Bruder mal an. Empire Bell geschätzt. Ist natürlich nicht die Welt, aber wir brauchen Tonnage, Tonnage, Tonnage. Tiefgang 7,45. Das machen die alle. Alle Startler hier. Gewartet. Ich glaube, die Darstellung ist einfach anders, oder? Also hier, genau, die sind ja noch, also... Der ist auf jeden Fall... Mit dem, glaube ich, können wir schießen. Der muss bald gewartet werden, aber die beiden hier sollten funktionieren. Das ist das Rohr 1 und Rohr 3. Hoffen mal, dass wir erstens treffen und hoffen mal, dass wir nur einen benötigen. Torpedos sind halt einfach... Verdammt kostbar auf diesem Küstenboot. So unendlich kostbar. Ja. So, was macht die Kursberechnung? Kriegen die das hin in der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Wird locker funktionieren. Gute Schussdistanz. Ganz hervorragend. Könnte unser erster Treffer werden. Wird unser erster Treffer, da lege ich mich fest. Kriegsberichterstatter? Spitzen Sie mal die Ohren, jetzt kriegen Sie gleich was zu sehen. Lassen ihn aufkommen. Torpedolösung steht bei 100%. Achtung, Torpedowaffe klar machen zum Unterwasserschuss. Stückchen noch. So, schauen wir uns mal den Winkel an. 4.412 Bruttoregistertonnen. Wir sagen, das ist akzeptabel. Rohr 1 bewässern. Torpedotiefe 5,5. Wir lassen ihn noch ein Stückchen aufkommen. Ganz kleine Stückchen noch hier. So haben wir einen guten Winkel. Und können auch noch einen zweiten hinterher feuern bei Bedarf. Rohr 1, los! Los!
So. Wie hättet ihr es gerne? Rhetorische Frage. Wir machen die Torpedokamera. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Ja. Bisschen über 4000, das geht schon. 30 Sekunden. Na, der sollte wohl treffen. Wobei ich natürlich, ich habe in den Realismus-Einstellungen ist das, glaube ich, so bei 50% die Torpedoversager. Also es kann schon passieren. Man kann es, glaube ich, auch ganz abstellen, aber das wäre ja auch, nichts. Mittschiffs. Volltreffer. Schwere Schäden werden gemeldet. Geht in Flammen auf. Das sieht vielversprechend aus. Ja, das dürfte es gewesen sein. Wie aus dem Lehrbuch. Unerkannt, angepirscht, in Position gebracht. Perfekter Treffer. Und der Kahn säuft ab. Wetter ist auch wieder deutlich freundlicher geworden. Kein Schneefall mehr. Immer noch, verzeiht mir den Ausdruck, arschkalt. Aber so lässt sich schon ein bisschen, lässt sich schon besser operieren. Deutlich besser. So, schauen wir mal. Hier werden Schiffsschrauben gemeldet. Ich vermute, das sind einfach die Rettungsboote, die zum Wasser gelassen werden. Und wir hätten sogar schon den Befehl abgeschlossen. Sehr gut. Bringt uns 2400. Auftauchen, wir werden die Rettungsboote versorgen und gegebenenfalls... Personal an Bord nehmen. So. Funktelegramm ist raus. Könnten jetzt die Feindfahrt schon beenden. Aber wir sind natürlich... Ach, tatsächlich? Wir haben doch die... Ach, ist das so, dass man, wenn man vielleicht die Tonnage erreicht hat, bevor man die Patrouille abgespult hat? Weil wir haben doch jetzt noch nicht die 1000 Kilometer abgespult, oder? Wird mich wundern. Also kann sein, vielleicht habe ich es übersehen, dass wir wirklich schon so lange unterwegs waren. Glaube ich aber einfach nicht. Aber gut, ich meine, wir bleiben natürlich so lange draußen, wie wir noch alle haben. Das ist ja ganz klar. Achso, ich sollte vielleicht die Maschinen anschmeißen. Wir nehmen E-Maschinen, einfach um Sprit zu sparen. Wir brauchen halt Tonnage, ne? Jetzt dürfen wir bei 30.000 sein. Wir brauchen noch 20.000 bis zur nächsten ja, Stufe. Von daher. Stopp. Nehmen wir natürlich mit, was wir kriegen können. Ganz klar. So, der liegt auf dem Meeresgrund. Da sind die Rettungsboote. Wir gehen mal rein. Muss ich noch näher dran? Muss noch näher dran, glaube ich. Kann das sein? Na, so, hier, Karte. Da sind doch Rettungsboote. Kleine Fahrt. Und stopp. Da sitzt auch einer drin. So. Genau einer. Das scheint der Kapitän zu sein. Interessant. Okay, haben wir den jetzt? Moment, ja, passt, ne? Gut. Und das andere? Ah, hier ist die ganze Besatzung. Die haben sich aufgeteilt quasi. Okay, hier ist auch nochmal ein Offizier. Weiß nicht. Nehmen wir vielleicht... Wir wissen ja nicht, ob wir noch mehr kriegen. Nehmen wir mal vier Stück an Bord. Vier Tommies. Und der Rest kriegt ein paar Vorräte. Was haben wir denn noch? Ah, ein bisschen Dosenbrot können wir schon abgeben. Das geht schon klar. So, Ansehenspunkte plus 5. Ausgezeichnet. Gut, dann schauen wir uns die ganze Situation mal hier noch kurz im Kartenmodus an. Dann haben wir jetzt eigentlich freie Fahrt. Wir haben ja kein zugewiesenes Planquadrat mehr. Dann würde ich jetzt vielleicht doch nochmal Richtung Süden marschieren. Wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen. Ja, je nachdem. Genau, so machen wir das. Also ich setze hier nochmal eine Marschroute fest.
und werde möglichst spritsparend das Ganze versuchen, über die Bühne zu bringen. Regelmäßig rundhorchen und je nachdem, vielleicht kommt ja nochmal ein Funktelegramm rein, was uns auf ein Ziel hinweist. Ich bin übrigens der Meinung, ich denke, das wird der hier gewesen sein, den O47 gemeldet hat. Aber wir werden sehen, vielleicht ergibt sich ja noch ein bisschen was anderes langsame unterwegs. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. So, erneute Lageänderung. Wir haben nochmal FT reinbekommen. Schiff gesichtet hier in 244, also AN 244. Und wir haben auch direkt die Horchpeilung. Ich gehe mal davon aus, das wird der wohl sein. Und wenn der hier gemeldet wurde, kann er ja eigentlich nur grob Richtung Süden bzw. Südwesten marschieren. Also auch der dürfte uns entgegenkommen. Jetzt weiß ich nicht, kann ich das so selbst steuern, dass wir ein bisschen länger unter Wasser bleiben? Was hat er jetzt gemacht? Nein. Ja, ist gerade. Okay, Öldorp ist jetzt im Horchraum. Ausgezeichnet. Einfach um mal zu sehen, um wirklich versuchen, den Kurs festzustellen, müssen wir jetzt einfach ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Warten, bis er die Horchpeilung reinbekommt. Da ist sie. Und dann lassen wir einfach ein bisschen schneller laufen. Okay, nee. Wandert in diese Richtung. Jetzt müssen wir einmal schauen, hier das Werkzeug ablegen und dann sehen wir ja 30 bis 50 Kilometer. 30 bis 50. Okay, das hier ist ungefähr die 50 Kilometer Linie. Dann erstmal ein bisschen nachsetzen. Und zwar in etwa so. Und das Ganze bitte mit Dieselmotoren und... schnell. Wir gehen dann auf große Fahrt. Ich denke, so funktioniert das ganz gut. Hat mir auch schon jemand in den Kommentaren so geschrieben. Am besten einfach ein bisschen länger unten bleiben und einfach den Kurs beobachten. Sich dann Punkte setzen. Entfernung kann man ja grob abschätzen hier. 30 bis 50. Mittlere Fahrt. 331 Grad Peilung vom Boot aus gesehen. Ja, ich denke... so werden wir den schon aufstöbern. So. Entschuldigt, ich muss mal noch schnell irgendwie hier ein paar, ein paar Bildchen machen. Das sieht doch gerade ganz schnucklig aus. So, also wir marschieren in diese Richtung und versuchen natürlich auch direkt vor ihm zu kommen, uns vorzusetzen. Das könnte auf diese Art und Weise auch funktionieren. Sichtweite ist ganz brauchbar. Also könnten wir ihn theoretisch vielleicht sogar hier schon sehen. Wir wecken mal den Alten auf. Der darf die Brückenwache übernehmen. Also theoretisch müsste er irgendwo in dieser Richtung sein. Okay, da ist noch nichts zu sehen. Dann werden wir auf jeden Fall zeitnah... Moment mal, haben wir da nicht eine Rauchfahne? Ganz leicht zu sehen kann das sein. Wir warten mal, bis der Alte oben ist. So, Uzu. Ja, hatte ich auch ganz vergessen. Man kann, das funktioniert schon, ne? Also, das, wir haben schon einen Uzu an Bord. Schwören können, da war schon wieder irgendwie eine kleine Rauchfahne. Moment mal. Nee. Hab mich doch. Genau. Da ist er. Und wenn man das richtig, wenn ich das richtig interpretiere... geht ja auch gar nicht anders, denn genau so war die Horchpeilung, läuft da quasi jetzt hier gesehen von links nach rechts. Dann können wir erstmal aufgetaucht bleiben. Stückchen näher ran. Ja, stopp. Was mich auch ein bisschen wundert, jetzt haben wir nur noch hier Feindfahrt ausgeführt zur Verfügung. Also da ist auch gar nicht mehr der Fortschrittsbalken von dem Heini hier. Und der hätte ja bestimmt auch so eine... ein gelbes Ausrufezeichen über dem Kopf, wenn er irgendwas bräuchte. Vielleicht hat sich das einfach erledigt. Jawohl. So, wo ist er? Oh, okay. Ist schon vorbeigedampft. Kurs setzen. Ändern wir mal unseren Kurs. Sichtweite ist wieder ein bisschen besser geworden. Ist nochmal ein bisschen hochgegangen. Gut für uns. So, Sichtkontakt entdeckt. Jetzt quasi auch offiziell. Müsste doch hier drüben irgendwo sein. Telegramm gesendet. Dann
Haben wir ihn schon überholt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der ziemlich flott unterwegs ist. Der Bruder. Wo ist er denn? Ganz langsam. Aha, da ist er. Sehr gut. Okay. Dann machen wir es mal so. So sollte er uns hoffentlich nicht zu sehen bekommen. Ja, ermitteln Sie eine Schusslösung. Schusslösung wird ermittelt. Aber es ist natürlich noch nicht klar, welche Nationalität. Kann auch sein, dass das hier neutraler ist. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot. Neues FT reingekommen. Okay, schauen wir rein. U50, vorher war es U100. Das muss also noch eine andere Peilung sein. Einzelfahrer AN164. Markieren wir einfach mal. AN164 wird uns hier auch angezeigt. Ist auch nicht so weit entfernt. AN164. In diesem Planquadrat. Okay, das ist schon mal ganz gut. Also es gibt doch herrscht doch mehr Verkehr in dieser Gegend als zunächst angenommen. So, der befindet sich jetzt auch permanent in der Beobachtung des Alten. Jawohl. Aber, ach verdammt. Ich glaube, er hat ihn noch nicht identifiziert, oder? Schickt ihn auf die Brückenwache, dann soll ich ihn gut so weiter beobachten. Aber ich denke, wir sind so weit entfernt, dass die uns nicht entdecken werden. So, dann machen wir hier mal weiter. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ja, der ist schon flott unterwegs. Wir machen immerhin große Fahrt. Okay, das ist natürlich nicht das schnellste Boot. Aber schauen wir mal. Unbekanntes Schiff. Aber die Beflaggung, ja, das ist doch eindeutig ein Engländer, oder? Da müsste es doch mit dem Teufel zugehen. Empire Explorer nochmal 4,5. Das wäre schon ordentlich. Ausgezeichnet. Läuft. Zwar mühsam mit den Einzelfahrern, aber ich denke, da haben wir auch einfach mit dem U-Bootstypen hier einfach die besten Chancen. Mir ist das eigentlich ganz recht so. Konvois werden wir noch früh genug bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt müssen wir ein bisschen näher ran. Ich will jetzt nur hier quasi die Peilung, den Kontakt nicht verlieren. Und dann sind wir eh schon fast in Schussposition, wenn wir schnell sind. Okay, wie sieht's aus mit der Torpedolösung? Ausgezeichnet. Können wir hier schon... Kommen wir da dran, ist die Frage. Jetzt wird's halt langsam... Na, ich setze lieber noch ein bisschen vor. Ein ganz kleines Stück hier noch. Einfach nur... So, damit wir einfach noch genügend Zeit haben, getaucht uns hier in Schussposition zu begeben. So sollte das schon funktionieren. Und jetzt gehen wir ran. So. Auf seinen Kurs. Auf Seerohrtiefe gehen. Sehr gut. Bringt auch wieder ein bisschen Erfahrung hier immer mit dazu, ne? Die Leute werden besser. Die Besatzung schleift sich ein. Sehr gut. Auch kein dicker Brocken. Aber immerhin, ich meine, da kommen wir schon fast auf 9000, wenn wir die beide zusammenzählen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unser Angriff erfolgreich sein wird. Wie viel Sprit haben wir noch? Ja, das hilft natürlich nichts, wenn man also auf einen Horchkontakt operiert und dort schnell hinkommen will. Dann muss man einfach Diesel nehmen. Aber wir sind noch über der Hälfte hier. Also sollten wir zumindest nach dem anderen... Ah, shit, wo war der? Okay, kann ich nochmal nachsehen im Kriegstagebuch. Müsste er hier gewesen sein, ne? AN164, meine ich, war das. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Was ist das für eine Distanz hier in etwa? Ich möchte nur schon mal ganz kurz schauen, während wir hier tauchen. Ja, nochmal 200. Je nachdem. Das wäre natürlich super, wenn der uns entgegenfahren würde. Hinterher zu fahren, ah, da wird es halt eng mit dem Sprit. Hier müssen wir auch einfach
ein gewisses Maß an Glück haben. So, schauen wir mal. Boot ist getaucht. Frachter fährt uns entgegen. Gehen wir mal wieder auf die üblichen ungefähr 1 Kilometer auf seinen Kurs ran. Hat sich einfach bewährt. Da kommt die Horchpeilung. 1500, 1200. Und dann können wir hier gleich stoppen. Was ist mit der Sichtweite los? Alle Maschinen, stopp. Nebel? Ah. Okay. Sehr gut. Da ist er. Sehr gut. Jawohl. Wunderbar. Boot ist schussbereit. Der muss uns jetzt nur noch vor die Rohre laufen. Ausgezeichnet. So, jetzt auch endlich identifiziert. Wen haben wir denn hier? Empire Lady. Mhm. Tiefgang dürfte der gleiche sein. Gehen wir auch wieder so auf 6 Meter Torpedotiefe. Das dürfte funktionieren. Wir schauen uns das Ganze nochmal ganz kurz aus dieser Perspektive an. Lassen den ein bisschen näher kommen. Und stopp. Schussbereit machen. Torpedowaffe. Achtung! Rohr 1 bewässern. Torpedotiefe 6,0. Wir warten natürlich noch auf einen guten Schusswinkel. Machen die das alles schön nach Lehrbuch hier. Deckung haben wir. Rohr 1, los! Torpedo läuft. Schauen wir uns aus dieser Perspektive an. Empire Lady. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Möglicherweise die letzten Momente. Sekunden werden gemeldet. Ich denke, es sind ein paar weniger. Aal läuft mit 40 Knoten. Treffer mittschiffs. Ausgezeichnet. Treffer lag gut. Ziemlich genau auf Höhe Maschinenraum. So. Wird bereits evakuiert. Da sieht man schon das Rettungsboot. Vielleicht braucht er noch einen Fangschuss. Nee, braucht er nicht mehr. Alles klar, Versenkungsmeldung. Ausgezeichnet. Durchfunken. Auftauchen. Kleine Fahrt voraus. Habe ich das schon erwähnt? Ich habe einen Tauchanzug gekauft. Ich möchte nur jetzt hier in der Situation keine Zeit damit vergeuden, da irgendwie Wracktauchen zu spielen. Dafür ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Andermal gerne, lohnt sich ja bisweilen auch, aber nein, genau das wollte ich nicht. Ansicht verlassen. Wie ist das denn mit den Rettungsbooten? So, hier gehen wir halt so drauf. Wir schauen mal. Hier ist nur Mannschaft. Also wir müssen da einfach ein bisschen selektieren, weil Offiziere einfach mehr bringen hier. Yates und Winter dürfen an Bord gehen. Auch interessant, dass die jetzt immer getrennt sind. Ist das jetzt üblich so? Gut. Aber die kriegen natürlich auch ein bisschen Trostboot von uns. Bringt uns auch nochmal ein bisschen Ansehen hier. Gut, alles Gute. Abfahrt. Alles klar, gut, Männer. Wir sind noch handlungsfähig. 2 Aale verschossen, 2 Treffer gelandet. Ich werde mal in diese Richtung hier marschieren. Zwischenzeitlich immer mal wieder rundhorchen lassen, natürlich.
und hoffen, dass vielleicht nochmal ein aktuelleres Funktelegramm reinkommt, dass wir da vielleicht mindestens auch noch dran kommen. Und ansonsten müssen wir schauen, was der Sprit noch hergibt für diese Unternehmung. Für den Moment soll es das aber gewesen sein. Ich gehe vorsichtshalber auf E-Maschinen, das werde ich einfach. Und dann gleich auf große Fahrt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das Spiel. Das hilft dem Kanal mit dem Algorithmus. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin.